Hallo, ihr lieben Unterbritannen aus Bulgarien. Hier ist euer Freiheitstroll. Und heute nun geht es los mit dem ersten Video unserer traumhaft schönen Rumänien-Rundreise. Christian hat ein Reisetagebuch geführt und das werde ich euch jetzt passend als Untermalung zum Video vorlesen. Es sei mir bitte verziehen, wenn ich mich einmal verhaspeln sollte. Also, am 24. September 2022 starteten wir unsere Reise nach Rumänien, genauer gesagt nach Siebenbürgen. Das Auto ist gepackt und natürlich haben wir wieder mal einige Sachen vergessen. Aber das merkt man in der Regel erst dann, wenn man unterwegs ist und schon zu weit gefahren, um noch einmal umzukehren. Es ist Samstagvormittag. Das Frühstück war lecker und üppig. Schließlich muss es lange vorhalten. Unser erstes Ziel auf dem Weg nach Siebenbürgen ist die Stadt Pitești, eine rumänische Stadt mit ca. 140.000 Einwohnern. Wir fahren von Acheloi vom Schwarzen Meer in die Berge und das Hinterland von Bulgarien in Richtung Nordwest. Die Straßen sind mal schlecht und mal weniger schlecht, so wie man es eben aus Bulgarien kennt. Es geht die Berge hoch und runter, sodass wir gleich mal Druck auf den Ohren hatten. Die Berge sind nur leicht bewachsen. Wald gibt es hier nicht. Umso freier ist die Sicht von so manch einer Bergkuppe. Eine Autobahn gibt es hier ebenfalls nicht. Wir fahren bei mäßigem Verkehr über die Dörfer und genießen die Landschaft. Wir hatten gehört, dass die Ortschaften außerhalb der großen Städte wie Sofia und Plovdiv sowie im Hinterland des Küstenstreifens eher ärmlicher sind. Dem ist aus unserer Sicht aber definitiv nicht so. Es gibt auf dem Weg in Richtung Norden sehr viele Dörfer und Städte, die bei uns einen guten Eindruck hinterlassen haben. Zudem sind die Miet- oder Kaufkosten für Immobilien bestimmt auch etwas niedriger, da es hier weniger oder fast gar keinen Tourismus gibt. Wir fahren über Schumen, Raskrad und Russe auf der E70. Gleich nach Russe kommt die sehr beeindruckend große Brücke über die schon sehr breite Donau. Leider hat man vom Auto aus keine so gute Sicht durch die Leitplanken. Dennoch konnten wir einen kleinen Eindruck gewinnen und diese Sicht wäre auf jeden Fall ein Ausflug wert. In der Mitte der Brücke ist die Grenze zu Rumänien. Die Überfahrt auf der Donaubrücke kostete 4 Lever. Kurz nach der Brücke kommt dann auch die Grenze. Hier mussten wir ca. 20 Minuten warten, bis es dann endlich weiterging. Von nun an fahren wir in Richtung Norden. Eigentlich wollten wir den Außenring um Bukarest herumfahren. Allerdings war die Abfahrt gesperrt, woraufhin wir eine nicht eingeplante Stadtrundfahrt unternahmen. Dabei wurden zum Teil Erinnerungen wach. Alte Straßenbahnen und Oberleitungsbusse gab es auch zu Ostzeiten, genauso wie so manche Plattenbauten. Hier fühlten wir uns nochmal 40 Jahre in der Zeit zurückversetzt. Im Gegensatz dazu gab es aber auch moderne Bauwerke, die einen schönen Kontrast darstellten. Nach dem kleinen Umweg durch die Stadt waren wir aber auch ganz froh, dass uns das Navi den Weg nach draußen gezeigt hat. Ohne ein Navigationssystem, und das gilt für alle größeren rumänischen Städte, wäre das Fahren wahrscheinlich eine große Herausforderung. Nach Bukarest fuhren wir auf der E81 in Richtung Nordwesten nach Pitești. Pitești selbst hat zwar ganz nette Häuschen, aber das, was wir bei unserer Ankunft gesehen haben, wäre jedoch für uns keine Extrareise wert. Wir hatten den Ort auch nur deshalb gewählt, weil es die letzte größere Stadt ist, bevor die Transfăgărașan beginnt. Die Transfăgărașan ist die Passstraße, die über die Berge nach Siebenbürgen führt. Von Acheloi bis an die Grenze nach Russe sind es ca. 250 Kilometer. Insgesamt sind wir an diesem ersten Tag mit dem Umweg durch Bukarest ca. 450 Kilometer gefahren. In Pitești hatten wir uns in einem Hotel ein Zimmer für 100 lei gemietet. Das sind etwas mehr als 20 Euro, aber leider ohne Frühstück. Am nächsten Morgen wachten wir etwas verkatert auf. Die Betten waren sehr weich und Christian hatte sich erst einmal den Hals verrenkt. Nach ca. 15 Minuten Wasser laufen lassen, kam dann auch mal warmes Wasser aus der Dusche. So kann der Tag beginnen. Christian ist dann erst mal losgegangen, um uns etwas zum Frühstück und ein wenig Proviant für die Fahrt zu besorgen. Nicht weit von unserem Hotel war eine christlich-orthodoxe Kirche, in der gerade ein Gottesdienst abgehalten wurde. An dieser, und später haben wir das auch noch an vielen anderen Kirchen gesehen, gab es mehrere Außenlautsprecher. Wir haben den Kirchengesang für euch einmal aufgenommen. Simților la foc.
Der zweite Tag beginnt auch gleichzeitig mit dem ersten Highlight unserer Rundreise. Heute ist Sonntag, der 25.09.2022. Unsere Strecke führt uns von Pitești über den Transfăcărașan Pass nach Siebenbürgen, Transsilvanien bis zur Stadt Sibiu, zu Deutsch Hermannstadt. Die Wegstrecke misst nur ca. 230 Kilometer. Der höchste Punkt der Straße liegt ca. 2040 Meter über dem Meer. Lange Zeit war die Transfăcărașan die am höchstgelegene Passstraße Rumäniens. Seit 2021 wurde sie von der Transalpina abgelöst. Die Transalpina liegt ca. 150 Kilometer weiter westlich und ist noch einmal ca. 100 Meter höher gelegen. Aber diese Passstraße nehmen wir uns bei unserer nächsten Rumänienreise vor. Der Transfăcărașan-Pass verbindet die Landstriche der Großen Walachei im Süden und Siebenbürgen im Norden. Die Straße überquert dabei das Făgăraș-Gebirge. Das Gebirge wiederum gehört zu den Karpaten, die sich durch halb Rumänien schlängeln. Wir starten unsere Fahrt von Pitești aus. Nachdem wir die Stadt verlassen haben, beginnt auch schon die Straße 7C. Das ist die Straße über den Pass und sie ist insgesamt rund 152 Kilometer lang und führt uns erstmal durch mehrere kleinere Ortschaften. Die Straße ist nur vom 1.7. bis zum 31.10. geöffnet. Die anderen 8 Monate im Jahr bleibt der Pass über die Berge geschlossen. Noch im Juni gibt es hier eine Schneegarantie. Wir sind Ende September unterwegs und in den höheren Lagen liegt jetzt schon eine geschlossene Schneedecke. Glücklicherweise ist die Straße schneefrei und noch nicht vereist. Für alle Wintersportfans gibt es hier tolle Skiabfahrten mit bis zu 10 Kilometer Länge. Die Transfăcărașan wurde 1970 angefangen zu bauen und 1974 fertiggestellt. Laut Wikipedia verstarben nach offiziellen Angaben 40 Menschen beim Bau, inoffiziell spricht man aber von mindestens 400. Die ersten 30 bis 40 Kilometer ist es hügelig, wir durchfahren Dörfer und kleinere Städte. Und mit einem Mal ist man mittendrin in den Bergen. Finsterer Wald, steile Felsen ragen auf und wir überqueren immer wieder reißende Bäche. Aus dem Felsen direkt neben der Straße fällt ein ca. 20 Meter hoher Wasserfall. Landschaftlich ist das eine Augenweide. Es gibt immer wieder kleinere Parknischen, wo man das Auto abstellen kann, um Berge, Schluchten und Wälder zu genießen. Auch wir halten immer wieder an, um die herrliche Landschaft zu bewundern, zu filmen und zu fotografieren. Die Straße führt auch unterhalb der Dracula-Burg vorbei. Auf dieser Burg soll Vlad Tepes tatsächlich gelebt und gewirkt haben. Es gibt noch ein zweites Dracula-Schloss in Bran. Diese Burg wird aber nur als Filmkulisse und als Touristenattraktion genutzt. Leider war die echte Burg von Würz Vlad nicht zu besichtigen, aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten und weil sie dann als Fledermaus-Schutzgebiet genutzt wird. Das passt ja perfekt, oder? Am Fuße des Berges befindet sich ein kleiner Campingplatz, wo man auch als Spontancamper sich eine Hütte mieten könnte. Von hier aus geht es dann, wenn man gut zu Fuß ist, den steilen Anstieg zur Burg hinauf. Als Autofahrer hat Christian bei diesen vielen Kurven und teilweise schmalen Straßen echt zu tun. Zusätzlich will man natürlich auch mal etwas sehen und so hat Christian, der starke Höhenangst hat, ich übrigens auch, doch mal den ein oder anderen Blick riskiert. Bei den vielen Eindrücken weiß man gar nicht, ob nun genießen oder erst einmal ein Foto machen. Wir haben versucht, beides hinzubekommen. In den Bergen taucht plötzlich ein riesiger Stausee auf. Hier wollten wir unbedingt halten und den Ausblick genießen, was ein bisschen schwierig war, weil wir offenbar nicht die einzigen waren, die das vorhatten. Wenn ihr die Wahl habt, versucht die Straße nicht an einem Wochenende bei schönem Wetter zu fahren. Es kommen andere Touristen und auch viele Einheimische auf diese Ausflugsidee und an manchen Stellen, so wie jetzt hier am Stausee, kann es durchaus eng werden. Der Vidratru-Stausee liegt in einer Höhe von ca. 834 Meter. Hier wird der Fluss Arges bis zu 11 Kilometer Länge und bis zu 2,2 Kilometer in der Breite aufgestaut. Die Wasserseite des Staudamms liegt so schön friedlich in die Berge eingebettet. Auf der anderen Seite geht es steil bergab.
Wer Höhenangst hat, sollte nicht zu dicht an das sehr niedrige Geländer treten. Auf der Fahrt zum Gipfel gab es kurzfristig einen kleinen Stau. Zwei Bären trollten sich am Wegesrand. Der eine hatte es plötzlich sehr eilig, sodass wir ihn mit der Kamera nur noch von hinten fotografieren konnten. Der andere hingegen lag geschillt im Gras und beobachtete die glotzenden Touristen. Irgendwann wurde der Wald lichter und die schroff aufsteigenden Felsen wurden majestätisch von der Sonne angestrahlt und in Szene gesetzt. Die Baumgrenze war nun erreicht und urplötzlich lag überall Schnee. Das Wasser tropfte von den Bergen. Glücklicherweise gefror das Wasser nicht auf der Straße. Jetzt geht es nur noch im Schritttempo voran. Trotz der super Aussicht war das Fahren eine große Herausforderung und Christian war dementsprechend angespannt. Kurz vor dem Gipfel, der noch einmal ca. 500 Meter höher liegt, führt die Straße durch den längsten Höhentunnel Rumäniens. Leider hatten wir hier etwas Pech. Sehr viele andere Besucher waren unterwegs und hatten das gleiche Ziel. Nach dem Tunnel gab es einen großen Parkplatz, der hoffnungslos überfüllt war. Hier gab es mehrere Buden und Restaurants. Wir steckten ca. 20 Minuten im Tunnel fest. Eigentlich wollten wir hier auch noch einmal anhalten, aber das war einfach nicht mehr möglich und deshalb fuhren wir weiter. Hier in 2000 Meter Höhe kamen wir uns vor wie in einem österreichischen Winterkurort. Es wurde Schlitten und Ski gefahren und es gab auch einen Schneemann. Leider konnten wir aufgrund der hohen Besucherzahl und daraus resultierenden Überfüllung auch nicht den Gletschersee anschauen. Der Balea-See ist ca. 360 Meter lang und bis zu 11,5 Meter tief. Bei unserer nächsten Rumänien-Reise steht der See allerdings auf der To-Do-Liste. Die Bergabfahrt auf der Nordseite geht bedeutend schneller als der Weg, den wir hochgefahren sind. In Serpentinen geht es kilometerlang nur abwärts. Von oben hat man dabei einen super Blick auf die sich dahinschlängende Straße. Kleinere Parkplätze laden immer wieder zum kurzen Verweilen und Innehalten ein. Noch einmal ein Blick zurück auf die schneebedeckten Gipfel der Gebirgskette, ganz da oben, da waren wir. Jetzt haben wir nur noch ca. 60 Kilometer vor uns. Sibiu, zu Deutsch Hermannstadt, ist unser nächstes Ziel. Die Straße führt parallel zu den gewaltigen Bergen, die wir gerade überquert haben. Immer wieder schauen wir uns dieses schöne Panorama an, bis wir vor einem freundlichen Schild mit der deutschen Aufschrift „Herzlich willkommen in Hermannstadt“ begrüßt werden. In dieser schönen Stadt werden wir 3 Tage und Nächte verbringen. Vom ausführlichen Besuch in Hermannstadt und in der Bug Hunedoara wird dann im nächsten Video berichtet. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit
und hoffe, dass euch unser Video gefallen hat. Bis bald, eure Martina, aka der Freiheitstroll. Thank you.